Willkommen, meine lieben Freunde, zum GPL Teambuilding Video für den 25. Spieltag der GPL Season 3. Heute geht es ran gegen die Surstars, geleitet von ihm Surske TV. Und das wird kein leichter vorletzter Spieltag, weswegen wir uns auch direkt mal sein Team anschauen. Und zwar bringt er mit an den Start oder kann mit an den Start bringen sein Mega-Schlappohr, Snibuna, Lamus, X-Bud, Skelabra, Gardevoir, Bisaflor, Zapplerang, Sichlor, Sandammer und Rizeros. Sehr viele lange Namen. Und ja, was predikte ich aus seinem Team? Ich predikte sein Mega-Schlappohr, sein Snibuna, Zapplerang, Gardevoir, sein Skelabra und Sandammer. Und 5 von diesen 6 Pokémon hat er schon in der Hinrunde gegen mich dabei gehabt. Und generell könnte ich mir diese Kombination auch heute wieder vorstellen. Also nicht heute, sondern morgen wieder. Weswegen ich hier damit rechne und schaffe ein paar Finesse eben Gardevoir, nicht nur weil es eine Fee ist und damit diesen Job letztendlich ein wenig erfüllt, was Parfinesse letztes Mal gemacht hat, sondern auch wegen der Tatsache, dass sein Gardevoir meinen kompletten Chor zerstören kann, denn es hat Energieball für Gardevoir, also den Energieball für Gardevoir, Donnerblitz für Panzer Aeron und die Mondgewalt für mein Nachtara. Und generell super Coverage, um viel in meinem Team zu treffen. Mit dem Wahlschall wahrscheinlich später ausgestattet. Deswegen predikte ich das auf jeden Fall. Und ja, das ist so zu seinem Team eigentlich. Mal schauen, was er letztendlich dann mitnimmt. Und deswegen schauen wir uns auch direkt mal mein Team an. Und zwar bringe ich hier heute mit an den Start meinen Panzer Aeron Meter Rally mit dem Beulenhelm. Mit den Attacken Ruheort, Tarnsteine, Stachler und Sturzflug. Total physisch-defensiv investiert mit einem physisch-defensiven Wesen. Auch voll KP mit 252 in die Verteidigung und 4 Spezialverteidigung. Denn ein total physisch-defensives Panzer Aeron kann von einem Mega-Schlappohr mit dem Turmkick, auch wenn es ein hartes Wesen trägt, nicht getwo-hit-KO'd werden. Dementsprechend kann ich da immer reinkommen, kann dann auch Sturzflug dagegen drücken. Er bekommt passiven Schaden durch Beulenhelm. Sein Snibuna wird auch ebenfalls gewarrt von diesem Set. Generell seine physischen Mons machen nichts dagegen. Sandammer genauso wenig. Ich kann da immer reinkommen. Kann da dann Tarnsteine gegenlegen. Es möchte nicht unbedingt spinnen, wenn ich einen Beulenhelm trage. Und selbst wenn, dann bekommt er eben Schaden. Und ja, deswegen warre ich fast alles, was er an physischer Offensive dabei hat. Außer X-Bud, denn X-Bud kann natürlich Hitzewelle erlernen. Davon muss ich aufpassen und dafür scouten. Aber das werden wir dann ja im Kampf sehen. Und nebenbei Sturzflug habe ich dafür da, um eben Schlappohr ein bisschen besser zu treffen. Es macht auch guten Schaden auf seinem Snibuna und vor allem auf seinem Skelabra. Denn ich hatte in der Hinrunde gegen ihn Eisenschädel dabei, weswegen ich auch schon überlegt habe, soll ich vielleicht sogar Nachthieb dafür spielen für sein Skelabra. Aber Sturzflug trifft eben auch alles, also auch sein Snibuna ganz gut und auch das Skelabra bekommt ganz guten Schaden. Deswegen hier dieses Set. Als nächstes haben wir El Fuego, unser Magbrand mit der Zitrobeere, mit den Attacken Machpunch, Donnerschlag, Nitroladung heißt auf Deutsch, und Bauchtrommel. Wir haben hier wieder das Bauchtrommel-Set, auch ziemlich ähnlich wie gegen Regi. Ich glaube sogar genau dasselbe, außer natürlich vom EV-Split, denn Machpunch ist natürlich sehr, sehr gut für sein Snibuna und für sein Schlappohr. Bei plus 6 kriege ich die sowieso die beiden. Donnerschlag ist bei plus 6 nach dem Tarnstein ein One-Hit-KO gegen sein Lamus, falls er es mitnimmt, und Flame Charge. Damit können wir unsere Initiative boosten und sind so durch unsere Initiative schneller als alles in seinem Team. Natürlich auch als jegliche Scarfer, außer er spielt irgendwie Sichlor Scarf oder Snibuna Scarf. Aber sonst sind wir schneller als alles und Snibuna können wir eben mit Machpunch schön aus dem Spiel nehmen. Und ich glaube nicht, dass er Sichlor mitnimmt, weil ich einen Panzer Aeron habe und das wallt das Ding zu Tode. Naja, auf jeden Fall, dieses Moveset, wie gesagt, trifft alles sehr, sehr hart in seinem Team und kann auch hier wieder zum Sweep ansetzen. Ich versuche natürlich mein Bestes. Ich möchte auch ein cooles Set hier wieder mitbringen und ich finde, das ist ein ziemlich cooles Set, was nicht unbedingt in jedem Fall funktionieren kann, aber wenn es funktioniert, ist es cool. Denn sonst wäre wahrscheinlich Boreas Team eine bessere Wahl gewesen. Aber ich meine, wir sind auf dem ersten Platz. Wir haben sehr gute Chancen, diese Season zu gewinnen, außer wir verlieren jetzt beide Matches 6:0. Dementsprechend kann man dann auch mal so ein Set hier mitnehmen. Als nächstes haben wir Yoru, unser Nachtara, mit den Attacken Wunschtraum, Schutzschild, Toxin und Finsteraura heute mal. Wir sind hier total speziell defensiv, um von einem Skelabra nicht getourt KO'd zu werden, selbst wenn wir geburnt werden durch ein Irrlicht oder so, denn das hatte er ja in der Hinrunde gegen mich gefahren.
Und das war ziemlich effektiv tatsächlich, deswegen mit den Überresten zusammen kann er sich Tuit KO'en und wir können dafür die Finsta-Aura einsetzen, die immer einen ganz guten Schaden macht, denn in der Hinrunde hatte ich auch Schmauzer drauf und dadurch, dass er mich burnt, macht Schmauzer dann gar keinen Schaden mehr. Deswegen habe ich dieses Mal Finsta-Aura drauf, um immerhin auch Schaden zu machen, sobald ich geburnt bin. Und ich denke mal, dass es relativ intelligent ist, dass wir es hier fahren. Wieso habe ich dieses Wort gesagt? Ich weiß, ich bin dumm und ich bin auch nicht lustig. Egal. Naja, ein Wunschtraum-Schutzschild kennt man ja, Toxin, damit wir diverse Sachen in seinem Team toxinieren können. Fast alles kann toxiniert werden, bis natürlich auf sein X-Bud. Und ja, viel mehr brauchen wir auch nicht so nach Tara zu sagen. Wir gehen hier heute alles mal etwas schneller durch, weil, ja, die drei Sets sind wir so schon sehr oft gefahren und ich denke mal, das ist alles sehr, relativ selbsterklärend. Auf jeden Fall haben wir hier heute Nidoking noch dabei, unsere Secret Weapon, dieses Mal auch richtig geschrieben, also auch im Kampf dann später sollte es richtig geschrieben sein, mit dem Item Wahlschall, Minion-Attacken, Erdkräfte, Schlammwoge, Donnerblitz und Eisstrahl. Wir haben hier so viel, aber ganz kurz, was mir noch aufgefallen ist, genau, 236 Initiativinvestment, eben so viel mit einem frohen Wesen, um sein Gardevoir zu outspeeden und Skelabra, denn die haben beide eine 80er Base. Und genauso ist es bei Nidoking, er hat nämlich ein Mega Schlappohr, was eine sehr hohe Speedbase hat mit 135, soweit ich weiß, dann noch Snebuna 125, das können wir auch nicht outspeeden mit unseren normalen Pokémon. Da hat er noch sicher, wovon ich nicht ausgehe, dass er das mitnimmt, aber das ist auch schneller als beide Pokémon, selbst bei plus 1 eben durch den Wahlschaden oder durch die Nitro-Ladung. Und dann, was als nächstes kommt von der Initiativbase her, ist sein Gardevoir mit 80 und sein Skelabra mit 80. Und das sonst bieten wir eben durch dieses Initiativinvestment mit 220 und einem Scheuenwesen. Das heißt, wir sind auch schneller als ein Wahlschall-Gardevoir und können das dann schön mit der Schlammwoge aus dem Spiel nehmen. Und dementsprechend hier auch ein Wahlschall-Set, weil ich sehr wahrscheinlich, also ich gehe schon sehr stark von einem Gardevoir, Wahlschall Gardevoir aus, wobei er auch tatsächlich als Nimuna mit Wahlschall spielen kann, um eben meinen Wahlschall Nidoking abzufangen oder so, keine Ahnung, könnte er ja machen, weil Eissplitter nicht ein Wanted KO ist, selbst wenn er irgendwie gebannt sein sollte. Und deswegen hier eben Wahlschall, um das auch zu speeden. Erdkräfte natürlich ein super starker Step, genauso wie Schlammwoge. Donnerblitz trifft sein X-Bud und sein, wie heißt das Ding, Lamus, und Eisstrahl natürlich auch sein X-Bud, aber dafür auch gleichzeitig sein Bisaflor. Genau, dafür war das. Und natürlich auch Rihornio wird davon getroffen, nicht Rihornio, Rizeros, aber Erdkräfte haben wir ja sonst auch dafür. Aber wir haben hier eine gute Möglichkeit, uns in diverse Moves zu locken und damit immer noch sehr viel hart zu treffen. Das ist nämlich sehr, sehr wichtig bei einem Scarfer und vor allem bei Nidoking, weswegen mein Gameplan ist, das ganze Team so anzuschwächen, dass Nidoking am Ende durchsweepen kann. Denn sobald sein Team angeschwächt ist, kann Nidoking wirklich am Ende komplett durchgehen. Sobald er zum Beispiel Illovoltag, sag ich schon, genau, sein Electros, also seinen Zapdragon verloren hat, kann ich eigentlich Erdkräfte spammen. Außer halt noch X-Bud dabei. Aber sonst kann ich wirklich Erdkräfte spammen und das wird spaßig. Vor allem, wenn ich Stachler und Tarnsteine rausbekomme. Auf jeden Fall so viel zu dem Initiativinvestment und so weiter und generell Pokémon Nidoking. Als nächstes haben wir Thor, unser Illovoltag mit der Offensivweste ausgestattet, mit den Attacken Erdbeben, Stromstoß, Eishieb und Voltwechsel. Ich habe hier die Offensivweste, um einen kleinen Check für sein Gardevoir zu haben, denn ihr seht mein Team und ich habe keinen wirklichen Switch in den Gardevoir. Und deswegen dachte ich mir, okay, ich packe nicht Boreos rein, weil ich Illovoltag ein bisschen wichtiger finde, vor allem für sein Lamus, falls das doch mitnimmt, oder eben für diverse Mons. Ja, also generell, ich finde Illovoltag ist super gegen ihn. Denn es checkt sein X-Bud, falls er es doch mitnimmt, es checkt sein Lamus ganz gut, es checkt auch ein Snebuna in Anführungszeichen, weil es einen Hit tanken kann und dann zurückschlagen kann und so weiter und so fort. Und auch Skelabra natürlich, weil es auch schneller ist. Und generell finde ich hier in der Voltag etwas besser als Boreos T. Dementsprechend hier mit der Offensivweste ausgestattet, um ein Switch-In für Gardevoir zu haben. Dann mit Erdbeben treffen wir sein, wie heißt das Ding, Rizeros? Ja, genau, Rizeros, natürlich. Vor allem, wie heißt das Ding? Skelabra treffen wir natürlich auch noch sehr effektiv. Und mit Schrumpfschuss treffen wir sein Lamus. X-Bud ist generell ein starker Step. Eisheap natürlich für seinen Bisaflor, damit uns das Ding nicht Walt und Voltwechsel für die Switch Advantage, denn wir könnten noch Kreuzi oder so spielen, damit wir safe Mega Schlappohr und Simuna aus dem Spiel nehmen können, aber safe ist auch nur in Anführungszeichen, weil es daneben gehen kann, deswegen lieber Voltwechsel für etwas Momentum. Wir haben hier so viel Initiativinvestment wieder, um auf 146 zu kommen, wie bei Nidoking und Magbrand, um eben die 80er Base Mons, also Skelabra und sein Gardevoir, genau, Gardevoir zu outspeeden.
Wir haben hier deswegen auch ein hartes Wesen, oder konnten ein hartes Wesen spielen. Full Attack, 4 KP, 4 Verteidigung und 4 Spezialverteidigung, weil ich auf eine ungerade KP-Anzahl komme. Deswegen diese 4er-Verteilung hier. Und ja, das war es eigentlich auch schon zu Tor, unserem Elevoltech. Da haben wir noch als allerletztes unser Dark of Death Mega Absol. Mit den Attacken Abschlag, Tiefschlag, Schwertanz und Irrlicht. Wir haben hier eigentlich genau dasselbe Investment wie in der Hinrunde gegen ihn. Denn wir könnten natürlich hier auf einen Sichilor-Speed creepen, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass das Sichilor nicht mitnehmen wird. Und selbst wenn, habe ich keine Angst davor. Dementsprechend Speed creepe ich hier nicht auf den Sichilor, sondern auf sein nächstschnellstes Pokémon. Und das ist in dem Fall, wie gesagt, immer noch Skelabra oder sein Gardevoir. Und dementsprechend haben wir so viel Initiative, um auf 146 zu kommen mit 84 Initiativ-Investment. Ein hartes Wesen haben wir drauf, also Full Attack, 164 KP, haben also sehr, sehr viel KP. Und 4 in Verteidigung, 4 Spezialverteidigung. Können generell also mit Mega Absol mindestens einen Hit von irgendeinem Pokémon tanken und dann sehr, sehr gut zurückschlagen. Beziehungsweise sogar zweimal auf jeden Fall angreifen, weil wir natürlich fast schneller sind als fast alles in seinem Team. Und ich habe hier Irrlicht drauf, um eine Kleinigkeit für seinen Zapdragon dabei zu haben, weil ich sehr stark davon ausgehe, dass er dieses Mal ein physisches Spiel wird. Hilfe! Denn in der Hinrunde hat er sein spezielles Licht wirklich viel gemacht. Illuvoltech hat das Ding sehr gut gecheckt und beziehungsweise musste er einfach davor Angst haben, dass Illuvoltech immer wieder reinkommt. Und ein physisches wiederum hat Zugang zu Abschlag, kann also meine Items abschlagen. Ableitheap natürlich, um mein, wie heißt das Ding, Nachtara hart zu treffen. Denn Ableitheap macht doch sehr, sehr viel Schaden, wenn er irgendwie ein Leben trägt oder Full Attack ist oder so. Und generell mit den physischen Attacken ist er doch relativ gut bedient. Vielleicht hat er noch den Voltwechsel drauf. Er kann aber auch die Kehrtwende in der Theorie spielen. Oder eben den Donnerblitz für meinen Panzer-Eron, damit er nicht physisch angreifen muss und Boinhelm-Schaden riskiert. Aber auf jeden Fall ist Irrlicht sehr, sehr gut, denn er wird gegen Mega Absol, gegen Ableitheap gehen. Dann kann ich auf Irrlicht schon vorher gehen. Er macht dann maximal 40% mit seinem Ableitheap. Und dann kann ich ihn schön Two-Hit KO'n mit Abschlag oder so. Also das wäre so eine kleine Taktik im Fall der Fälle, aber an und für sich brauche ich, wie gesagt, den vierten Move nicht, oder nicht wie gesagt, sondern es ist einfach so, ich brauche den vierten Move nicht, wirklich, dementsprechend konnte ich hier Irrlicht draufpacken. Und Abschlag-Tiefschlag-Kombination mit Schwertanz kann ihn ziemlich hart zerstören, sobald ich sein Team etwas angeschwächt habe, vor allem sein Schlappbaum muss vorher weg, denn das wird nicht von einem Tiefschlag KO'd, ist schneller und ja, dann tötet es mich einfach mal in die nächste Dimension, dementsprechend, ja, Mega Absol kann sweepen, müssen wir aber erstmal einiges dafür vorbereiten. Deswegen soll er Nidoking der Stardust Teams sein und mal schauen, ob das alles klappt. Oder natürlich Magbrand, das wäre natürlich noch viel, viel cooler. Und das werden wir dann letztendlich im Kampf sehen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich selber eine positive Bewertung freuen. Und dann sehen wir uns morgen im Kampf, dann hoffentlich wieder. Bis dann und ciao.